Es gibt Künstler, die kommen vielleicht nicht aus München, wohnen nicht mal hier, aber haben eine ganz besondere Beziehung zu unserer Stadt und gehören deshalb auch in die Szene München. Die Band Lupit aus Hessen zum Beispiel. Für die hat ihr musikalischer Werdegang bei uns ihren Ursprung. Genaueres erfahren wir jetzt von Sänger Tobias Hund. Hey, ich bin Tobi und ich bin der Sänger von Lupit. Hab seit Tagen nichts gegessen und kann trotzdem kotzen. Nächtelang im Bett gesessen, auf deinen Anruf hoffen. Deine Stimme, die mir sagt, alles wird wieder gut. Und was wir einmal waren, war eigentlich genug. Verstrick mich in Gedankenketten, tausend offene Fragen. Wie könnte ich uns noch retten? Doch ich find keinen roten Faden. Versuch mich abzulenken, doch du bist überall. An letzten Sommer denken, doch es ist so schrecklich kalt. Die Idee war also ein positives Video zu einem Trennungssong. Also sozusagen ein Rückblick auf eine gescheiterte Beziehung, aber auf die schönen Seiten dieser Beziehung. Liest alles stehen und liegen und hast doch alles mitgenommen. Hier ist nichts übrig geblieben, es ist so schwer drauf klarzukommen. Das ist kein schlechter Film, wo man das Ende kennt. Sind Stolz und Vorurteil nur ohne Happy End. Wir kommen aus Gießen, das ist eine kleine Metropole in der Nähe von Frankfurt. Und wenn man ehrlich ist, noch nicht mal direkt aus Gießen, sondern aus einem kleinen Kaff vor Gießen. Und sind da irgendwie auf dem Land groß geworden. Und ich glaube, uns war da einfach so langweilig, dass wir kreativ geworden sind. Das ist kein Hollywood, verdammt, das sind wir. Versuch zurückzuspulen, doch du kommst nicht zurück zu mir. Nicht zurück zu mir. Wir waren tatsächlich sehr lange und viel in München, weil wir haben seit 2014 oder von 2014 bis 2016 unser Album in München aufgenommen. Ich wünschte es wär nur ein Traum und du kommst morgen heim. Braucht es nur ein bisschen Raum und etwas Zeit allein. Ich würde alles dafür geben, alles richtig machen. Ändere mein ganzes Leben, dass wir es diesmal schaffen. München ist für uns tatsächlich dadurch, dass so die Anfänge von Lupit da waren, eine Stadt, mit der wir sehr, sehr viel verbinden. Wir haben unsere ersten Showcases in München gespielt. So die ersten Kontakte überhaupt zum Musikbusiness sind in München entstanden. Und dadurch sind Konzerte in München immer was ganz Besonderes, beziehungsweise man hat immer wieder noch so dieses Kribbeln von der Aufregung von den ersten Konzerten und Showcases. Das ist schon was Besonderes. Lässt alles stehen und liegen. Und hast doch alles mitgenommen. Hier ist nichts übrig geblieben. Es ist so schwer, drauf klarzukommen. Das ist kein schlechter Film, wo man das Ende kennt. Sind Stolz und Vorurteil nur ohne Happy End. Das ist kein Hollywood. Verdammt, das sind wir. Versuch zurückzuspulen, doch du kommst nicht zurück zu mir. Du kommst nicht zurück zu mir. Also bei uns besteht die erste Reihe, glaube ich, so, haben wir jetzt, oder hat sich mehr so rauskristallisiert, so Studenten bis irgendwie Mitte 30. Tatsächlich mehr und mehr auch gemischt. Also ich glaube, es gibt immer noch ein paar mehr Mädels, aber was uns auch sehr freut, immer mehr gemischt auch Männlein und Weiblein. Vielleicht muss ich erst wissen, wie es ist, dich zu verlieren. Und wenn ich dich dann loslasse, kommst du vielleicht zurück zu mir. Sag, kommst du dann zurück zu mir? Das ist kein schlechter Film, wo man das Ende kennt. Sind Stolz und Vorurteil, nur ohne Happy End. Das witzigste bayerische Wort. Das ist kein Hollywood, verdammt, das sind wir. Versuch zurückzuspulen, doch du kommst nicht zurück zu mir. Du kommst nicht zurück zu mir. Das ist kein schlechter Film, wo man das Ende kennt. Viertel. Ich weiß zwar immer noch nicht, wo genau dieses Wort herkommt, aber man sagt es immer, glaube ich, beim Tschüss sagen. Ich glaube schon beim Tschüss sagen.
Fertig. Das ist kein Hollywood, verdammt, das sind wir. Versuch zurückzuspulen, doch du kommst nicht zurück zu mir. Du kommst nicht zurück zu mir. Sänger Tobias Hund hätte die Möglichkeit gehabt, Profi-Handballer zu werden, hat sich 2008 aber für die Musik entschieden. Was für ein Glück! Happy End von Lupit. Ein Lied über eine gescheiterte Beziehung, aber mal nicht als traurige Herzschmerzballade, sondern als Rückblick auf die schönen Momente. Als die Band vor kurzem in München war, hat sie für Monaco Sessions auch eine wunderschöne akustische Version des Songs gespielt. Seit Tagen nichts gegessen und kann trotzdem kotzen. Nächtelang im Bett gesessen, auf deinen Anruf hoffen. Deine Stimme, die mir sagt, alles wird wieder gut. Und was wir einmal waren, war eigentlich genug. Verstrick mich in Gedankenketten, tausend offenen Fragen. Wie könnte ich uns noch retten? Doch ich find keinen roten Faden. Versuch mich abzulenken, doch du bist überall. Am letzten Sommer denken, doch es ist so schrecklich kalt. Liest alles stehen und liegen und hast doch alles mitgenommen. Hier ist nichts übrig geblieben, es ist so schwer, drauf klarzukommen. Das ist kein schlechter Film, wo man das Ende kennt. Sind Stolz und Vorurteil, nur ne Happy End. Oh, oh, oh. Das ist kein Hollywood. Verdammt, das sind wir. Versuch zurückzuspulen, doch du kommst nicht zurück zu mir. Du kommst nicht zurück zu mir. Ich wünschte, es wär nur ein Traum und du kommst morgen heim. Brauchtest nur ein bisschen Raum und etwas Zeit allein. Ich würde alles dafür geben, alles richtig machen. Ändere mein ganzes Leben. Das ganze Video gibt's im Netz drinne bei Monaco Sessions.